News und Talks für Gebildete im neuen Jahrzehnt, in den neuen Zwanzigern, die jetzt eröffnet sind. Schönes neues Jahr. Ja, wir beginnen mit was ganz Heißem. Also erst einmal Dr. Markus Krall, den muss ich insofern genauso loben wie Professor Hans-Werner Sinn. Die beiden sind beide ziemlich anregend und macht immerhin, man kann es ertragen, ihnen so zuzuhören, wie zum Beispiel auch einem Professor Jörg Spitz. Da kann man durchaus zuhören, weil eben nicht alles verkehrt ist, weil auch eben einige Wahrheiten drin sind und so weiter. Und Dr. Krall hat ja jetzt auch die Atlas-Initiative gegründet. Er will ja quasi eine bürgerliche Revolution lostreten. Und die zweiten Scientists for Future 2 und die Fridays for Future Rhein-Sieg stehen ja jetzt für sozusagen die postkapitalistische Gesellschaft. Und das jetzt, also bei all dem, was Dr. Krall auch an Wahrheiten sagt, wollen wir uns nur konzentrieren auf seine zentralsten Irrtümer, warum die postkapitalistische Gesellschaft weit überlegen ist der bürgerlichen Revolution und warum die bürgerliche Revolution für uns alle schädlich sein würde. Ich werde auch versuchen, Dr. Krall morgen anzurufen und so weiter. Mal gucken, ob man ihn sprechen kann. Ja, also ich greife aus seiner letzten Videoveröffentlichung sozusagen nur einen Aspekt raus. Er schildert, dass in den letzten Jahrzehnten seit 1990 im Baugesetzbereich, also im baurechtlichen Bereich, 15.000 neue Gesetze entstanden sind. Und er beklagt natürlich richtig, dass das natürlich riesige Kosten und ein riesiger Aufwand ist und so weiter. Ja? Jetzt will ich aber mal erläutern, was er dabei übersieht. Er erkennt sehr richtig, okay, also ich zeige das jetzt mal hier auf. Also, da sitzt jemand im Bauaufsichtsamt oder irgendwie in der Bauaufsicht oder was auch immer, wie diese Behörden auch immer wieder heißen. Die zweiten Scientists for Future 2, also die neuen Galileis, die also für die postkapitalistische Gesellschaft stehen, die würden jetzt sagen, also natürlich, da laufen jetzt Evolutionsprozesse in dieser Behörde. Ein Mitarbeiter in der Behörde entwickelt einen Irrtum, aufgrund dessen sozusagen noch mehr Mitarbeiter in der Bauaufsicht gebraucht werden. Das führt dazu, dass er dann tendenziell Vorgesetzter von mehreren Mitarbeitern wird. Dadurch breitet sich sozusagen diese irrtümliche Sicht aus. Und dann werden wieder neue Irrtümer entwickelt und dann werden wieder neue Leute eingestellt. Und so bläht sich dann die Bauaufsichtsbehörde immer größer auf, weil quasi jeder Einzelne natürlich ein unbewusstes oder nicht unbedingt bewusst durchschlagendes Interesse hat oder eine Gewinnmöglichkeit hat, dadurch, dass er Vorgesetzter möglichst vieler neuer Mitarbeiter wird. Dadurch bläht sich diese Behörde auf durch die Irrtümer, die den Leuten unterlaufen. Und errare humanum est ist also, um den ganzen Verschwörungstheoretikern mal eine endgültige Absage zu sagen, der Satz heißt errare humanum est, also Irren ist menschlich. Und der heißt nicht, Bösartigkeit ist menschlich, ja? Sondern Menschen irren sich und aus dem Irrtum heraus entsteht das Schlechte. Der Irrtum führt dazu, dass neue Mitarbeiter eingestellt werden. Dadurch wird automatisch der Entwickler des Irrtums, ohne dass er dabei eine böse Absicht haben musste, wird automatisch zum Vorgesetzten dieser Mitarbeiter und wird die Geschicke der Behörde noch weiter bestimmen und wird in diesem Irrtumsbereich weiterentwickeln, wird vielleicht neue Irrtümer entwickeln und so bläht sich also eine Behörde auf in ein riesiges Gebäude, bürokratisches Gebäude,
sozusagen, dass sich selbst Arbeit beschafft und sich selbst vergrößert. Und das ist natürlich ein insgesamter riesiger volkswirtschaftlicher Schaden. Und an so etwas denkt Dr. Markus Krall zu Recht, wenn er sagt, das ist ja alles jeder, der dort in der Bauaufsichtsbehörde arbeitet, lebt ja von den 18 Millionen, die wirklich etwas produzieren in der Gesellschaft und die also Werte schaffen. Und die Behörde, das sind ja quasi die Angestellten der 18 Millionen, die in Deutschland überhaupt etwas schaffen, sozusagen, wie Dr. Krall wahrscheinlich richtig aufführt. Und das hat er richtig im Blick, ja, dass es solche Evolutionsprozesse gibt. Deswegen geht ja zum Beispiel beim Arbeitsamt, die zweiten Scientists for Future davon aus, dass sie sagen, nein, wir müssen so vorgehen, dass nicht die Irrtümer zu Karriereaussichten im Arbeitsamt zum Beispiel führen, sondern die Wahrheiten. Also das heißt, man muss irgendeinen Weg finden, vielleicht muss man 15 Jahre Gefängnis dafür aussetzen, wenn jemand selber einen anderen Menschen in Arbeitslosigkeit bringen würde, sei es, dass er den Betrieb zerstört oder irgendwie das Verhältnis zwischen Chef und Arbeitnehmer zerstört. Das muss natürlich streng bestraft werden oder man muss irgendwie andere Lösungen dafür finden. Aber wenn man also jetzt davon ausgehen kann, dass ein Arbeitsamtmitarbeiter keine Möglichkeit hat, irgendeinen anderen Menschen arbeitslos zu machen, dann soll es so sein, dass also der Mitarbeiter im Arbeitsamt sozusagen in Zukunft nur noch ein kleines Grundgehalt bekommt und im Wesentlichen von seinen fortlaufenden Prämien lebt, die daraus resultieren für jeden Menschen, den er untergebracht hat. Also die sozusagen die Maschinerie des Arbeitsamts verteilt also quasi jeden neuen Fall von Arbeitslosigkeit auf die verschiedenen Mitarbeiter und der einzelne Mitarbeiter geht zu dem Arbeitslosen hin, besucht ihn zu Hause, holt ihn ab, spricht mit ihm, guckt, findet raus, wo er sozusagen an der Gesellschaft teilnehmen möchte und wo er Spaß dran hätte und so weiter. Und dann geht er mit dem von Betrieb zu Betrieb und handelt mit dem Betrieb einen Deal aus und bezahlt sozusagen im Zweifelsfalle sogar den Einstieg dass dieser Mitarbeiter eine Chance, also der neue Mitarbeiter eine Chance bekommt und so wird er also ruckzuck wieder neu untergebracht und so weiter. Wenn er gar nicht untergebracht werden kann, wird er in einer gemeinnützigen Einrichtung in ehrenamtlicher Tätigkeit untergebracht. Dafür kriegt natürlich dann aber der Mitarbeiter nur eine kleinere Prämie sozusagen. So, und dann aber stellen wir uns vor, der ist in einem guten Betrieb untergebracht, hat Spaß daran. Nach und nach fängt der Betrieb an, nicht nur Gelder zu empfangen vom Arbeitsamt, sondern auch Gehalt zu zahlen. Und in dem Moment, wo das Gehalt gezahlt wird, also wo der Übergang ist, also am Anfang hat der Arbeitsamtmitarbeiter sozusagen Geld ausgegeben aus seinem Etat sozusagen. Quasi von den früheren Prämien, die er bekommen hat, hat er quasi Gelder investiert oder von seinem Grundetat, den er am Anfang bekommt, hat er investiert und jetzt will er natürlich, dass so schnell wie möglich sich das umdreht aus der Investition in den Arbeitslosen sozusagen eine Einnahmeseite wird, also dass er möglichst bald gutes Gehalt bekommt von dem Arbeitgeber und dann anteilig sozusagen ein gewisser Teil der Steuerzahlungen und so weiter als Prämie an den Arbeitsamtmitarbeiter geht und seinen Etat wieder auffüllt und ins Positive bewegt sozusagen. Und von diesem Etat kann er sich natürlich auch selbst dann sein Gehalt auszahlen sozusagen, je nachdem wie viel Anteil er zum Beispiel als Etat weiterhin stehen lassen will und wie viel er davon konsumieren will sozusagen. Denn an sich reicht ja sein kleines Grundgehalt auch aus, um zumindest mal das Mindeste seiner Notwendigkeiten zu bezahlen.
Ja, und jetzt dadurch kommt es zu einem Schrumpfungsprozess. Irgendwann werden die Fähigsten im Arbeitsamt eben auch dafür sorgen, dass die weniger kompetenten Mitarbeiter des Arbeitsamtes in der Wirtschaft untergebracht werden, Beamte zum Beispiel entsendet werden in die Wirtschaft. Denn dort, wo reale Werte geschaffen werden, dort, wo Innovationen entwickelt werden, die die ganze Welt von uns kaufen will, dort wird wirklich Wert geschaffen sozusagen. Und da müssen die eben die ganzen Mitarbeiter des Arbeitsamts hin. Dadurch schrumpft das Arbeitsamt sich gesund. Es werden am Ende nur noch die fähigsten Leute sozusagen im Arbeitsamt bleiben und die anderen werden von den fähigen Mitarbeitern des Arbeitsamts in der Wirtschaft und untergebracht, wo sie Werte schaffen, wo sie mithelfen bei der Entwicklung, beim Brainstorming, der Entwicklung von Innovationen, die die ganze Welt von uns haben will, sozusagen. Das ist sozusagen der Punkt. Krall irrt sich natürlich, auch deswegen spreche ich vom Ausland, von der Welt, die Welt haben will, weil es im Inland natürlich immer sehr leichte Möglichkeiten gibt, dass eben das, was Dr. Krall formuliert, eben nicht stimmt. Er hat ja formuliert, dass sozusagen der Unternehmer guckt, was die Menschen brauchen und dass er das genau dann herstellt. Das ist aber nicht der Fall. Vielleicht ist das der erste Blick, dass der Unternehmer am Anfang guckt, was die Menschen wirklich brauchen und das dann herstellt. Aber dann beginnt leider kurz danach schon in der jetzigen Gesellschaftsform, in der sozialmarktwirtschaftlichen Gesellschaftsform, beginnt ein Evolutionsprozess, der aus Irrtümern besteht, die dann die Menschen dazu manipulieren, also den Menschen Lebensglück wegnimmt und dann eine Konsumsucht nach dem neuen Produkt provozieren. Und das ist ja genau der Punkt, dass also sozusagen auch natürlich sehr schnell das Unternehmen anfängt, sozusagen die Psyche der Menschen so zu beeinflussen im Rahmen der mimetisch-genetischen Evolutionsprozesse einer Wirtschaftsordnung, einer Gesellschaft dass also die Menschen unglücklicher werden und dann subjektiv mehr davon brauchen, von dem Produkt des Unternehmers, also konsumsüchtig werden. Und das hat Dr. Krall nicht verstanden. Warum versteht er das alles nicht? Weil er eben trotz seiner, genauso wie Professor Hans-Werner Sinn, trotzdem, dass die beiden sehr anregend sind, sind sie beide Kreationisten. Ja? Also sie sind sicherlich keine Flacherdler, ja, denn Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton dürften sie akzeptieren und Stephen Hawking wohl auch noch, ja, vielleicht, wobei ich bei Krall da nicht sicher wäre, ob er wirklich Hawking vollständig akzeptiert, ja, denn der ist ja nun auch ein Gegner des Aberglaubens und so weiter. Also da wäre ich vorsichtig. Aber auf jeden Fall sind Krall und Sinn eben Kreationisten. Das heißt, Kreationisten sind die Menschen, die also letztendlich Darwin, Wallace und Mendel und so weiter ignorieren. Also all diese Leute hier könnt ihr ja auf langsam stellen, dann könnt ihr euch die alle nochmal anschauen. Das ist jetzt nur die Riege der weltbesten biologischen Denker sozusagen, evolutionsbiologischen Denker. Und all die ignoriert Dr. Krall. Dadurch sieht er nicht, dass also das Verhältnis zwischen Unternehmer und Kunde nicht so harmlos ist, wie er das einschätzt. Da laufen Evolutionsprozesse, die die Psyche der Kunden so verändern, dass sie mehr Nachfrage gegenüber den Produkten erzeugen, also eine Konsumsucht gegenüber den Produkten erzeugen. Und das hat er nicht erkannt, sozusagen. Und deswegen erkennt er auch nicht das Grundproblem bei dem Baugesetz. Warum haben denn diese Leute 15.000 Gesetze generiert? Einen Faktor habe ich erklärt, weil es darum geht, dass sich Irrtümer, die zum Ausbreiten der Behörde und zum Wachstum der Behörde und damit zum Erhöhen der Chance, selber Vorgesetzter von vielen neuen Mitarbeitern zu werden, weil das sozusagen das eine falsche
der eine falsche Mechanismus in der Baubehörde ist. Das ist aber nur die Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte der Wahrheit ist, dass die Baubehörde zu Recht sieht, dass der Bauunternehmer und die Bauwirtschaft neue Stoffe entwickeln, Baumaterialien, die möglichst aus billigeren Rohstoffen hergestellt werden, so ähnlich wie bei der Nahrung dann billiger Zucker zugefügt wird, sozusagen, um Kosten zu sparen. Und so wird dann zum Beispiel Asbest sehr stark verwendet im Baubereich, wurde vor einiger Zeit verwendet, vor längerer Zeit. Und dann hatten wir überall in Schulen und so weiter, hatten wir Asbest in den Schulzimmern und die Kinder bekamen quasi Asbestose, also auf alle Leute bekamen Asbestkrankheiten. Und auch weil eben die Bauwirtschaft ohne Regulierung, also wenn es der freie Markt ist, immer Irrtümer entwickelt, nämlich den Irrtum entwickelt, jetzt mache ich das mal deutlich, hier ist der Bau und die Baumaterialienentwicklerfirma A. Die ist hier rechts. Die sagt, oh nein, Asbest ist harmlos. Ne? Die ist in dem Irrtum. Hier ist die Baumaterialienentwicklerfirma B in der sozialen Marktwirtschaft und die sagt, nein, also Asbest ist keine Chance, denn am Ende macht das die Menschen krank und das machen wir nicht. Ja? Die ist also ein Wahrheitsmemträger, die andere ist ein Irrtumsmemträger. Dieser wahrheitsmemtragende Firma macht das Zusatzgeschäft mit dem billigen Baumaterial Asbest nicht, geht also pleite in der sozialen Marktwirtschaft, stirbt aus, weil sie nicht genügend Irrtümer produziert hat, um in der sozialen Marktwirtschaft zu überleben. Ja? Und die andere Firma überlebt in der sozialen Marktwirtschaft, denn sie produziert den Irrtum, dass Asbest harmlos sei, stellt dadurch billige Baumaterialien frei. Der Chef dieser Firma kann zwei Kinder ernähren und dieses Kind hier, bleibt stramm bei der Ideologie oder bei dem Irrtumsmem, dass Asbest harmlos sei, kann dadurch drei Kinder ernähren und so breitet sich dann ein Bauimperium aus und die gesamte Bauwirtschaft besteht aus Irrtumsmemträgern. Und jetzt ist es natürlich so, dass dann die Baubehörde versucht und hergeht und dann plötzlich ein Gesetz erlässt, dass Asbest verboten wird, nachdem so viele Kinder krank geworden sind und so weiter. Ja? Und dann, dass dann quasi alle Schulen, die mit Asbest gebaut wurden und so weiter, abgerissen werden und so weiter. Ja, und das sieht Dr. Krall wieder nicht, also dass also ein Teil der Gesetze sozusagen der Versuch waren, die Gefährlichkeit und Schädlichkeit des freien Marktes wenigstens halbwegs einzudämmen. Ziemlich erfolglos, weil die Industrie ständig neue Baumaterialien erforscht und entwickelt und weil dann die Baubehörde gar nicht dann hinterherkommt, diese alle zu testen und dann festzustellen, welche sie vom Markt nehmen muss und welche sie wieder verbieten muss per Gesetz oder so. Das ist also der falsche Vorgang. Der richtige Weg ist ja der evolutionsbiologisch richtige Weg ist ja das, was die zweiten Scientists for Future 2 vorschlagen, dass sie sagen, wenn ich der Bewohner einer Baumaßnahme, wenn dessen Wohlfühlnote und dessen Gesundheitsdaten über die Gewinne des Bauunternehmers und damit aber auch die Gewinne des Zulieferers an Baumaterialien vollständig bestimmen, also wir eine echte, positive, gute, ideale Form der Planwirtschaft einführen, nur diesen Aspekt einführen, ja, dann haben wir diese Probleme nicht mehr und wir brauchen auch keine Baugesetze. Wir können dann wirklich die Baubehörde total gesund schrumpfen lassen, auch wieder schrumpfen lassen, wie das Arbeitsamt auf einen minimalen Niveau runter sozusagen.
sagen, weil wir diese ganzen Gesetze nicht mehr brauchen, weil nämlich der Unternehmer selbst darauf achten wird, nicht nur der Bauunternehmer, sondern auch der Baumaterialien entwickelnde Unternehmer darauf selber tausendmal prüfen wird, ob seine Produkte nicht gesundheitsschädlich sind und wohlfühlenseinschränkend. Denn wenn die Wohlfühlnote seiner Kunden, also der Leute, die diese Baulichkeiten in Zukunft benutzen, dann, wenn nämlich deren Gesundheitskosten in die Höhe gehen und die Wohlfühlnote runtergeht, also Richtung 6 minus sich entwickelt oder gar Richtung 7, also sogar zu Todesfällen führt, ja, dann verliert er so viel Geld, dass er das gar nicht mehr wettmachen kann. Also wird er von vornherein eine 1000 Prüfungen unternehmen, um festzustellen, ob sein neues Baumaterial wirklich biologisch gesund ist und gesundheitsförderlich ist und auch das Wohlbefinden und behaglich ist und das Wohlbefinden der Menschen in der Baulichkeit fördert. Und dadurch kann ich dann fast das gesamte Bauaufsichtsamt runterschrumpfen lassen, genauso wie das Arbeitsamt auf ein gesundes Level sozusagen, und kann enorm viel einsparen. Und Dr. Krall sozusagen sieht eben nicht, dass das eben der freie Markt, also dass die Planwirtschaft, also gute Planwirtschaft sozusagen, dass die selbstverständlich aber nur die Ziele planen darf. Die Wohlfühlnotenverbesserung und die Gesundheitsverbesserung aller Menschen, egal ob Milliardär oder Armer sozusagen. Ja? So, nur die Zielvorgabe darf eine gute Planwirtschaft machen. Natürlich hat er recht, dass es völlig falsch ist, wenn die Regierung vorgibt, dass nun erneuerbare, also CO2-freie Energien unbedingt jetzt Windräder sein müssten und unbedingt Sonnenkollektoren sein müssten und unbedingt Elektroautos mit Akkus und Batterien der richtige Weg sein müssen und eben nicht Wasserstoff oder nicht ein Zwischenweg sozusagen CO2-neutrale Erdgase oder Wasserstoffgase oder Gasröhrenleitungen und so weiter. Das muss man dem Markt überlassen. Also auch die beste ideale Planwirtschaft plant die Sie gibt die Zielrichtung vor, überlässt aber dem freien Markt und dem freien Wettbewerb die Entscheidung. Da hat dann Lindner wieder recht von der FDP, dass er sagt, ich weiß doch nicht, was ich dann im Rahmen des Wettbewerbs unter den Technikern als die effizienteste Weise erneuerbare Energien zum Transport zu verwenden und so weiter sich rausstellt, ob es dann auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind und was auch immer sich dann am Ende als das Effizienteste erweist, das kann man doch nicht voraussagen. Das muss man selbstverständlich dem Markt überlassen. Aber niemals darf man die Ziele die Ziele muss man planwirtschaftlich festsetzen, sonst zerstört der freie Markt alles. Und das hat Dr. Krall nicht kapiert, weil er ein Kreationist ist. Ja? Und als Kreationist eben nicht versteht, dass also die hinter den Bedingungen des freien Marktes der Irrtumsträger, also der Errare Humanum Est Baumaterialienentwickler, der macht den Gewinn in der sozialen Marktwirtschaft, wenn der Markt frei ist, sozusagen, weil er sozusagen die billigsten Baustoffe hat und die Leute dann zwar krank werden, aber das stört ihn doch nicht, ja? Das ist doch nicht sein Problem, sozusagen. Während der die Wahrheitsmeme trägt, pleite geht in der sozialen Marktwirtschaft, also haben wir die häufige Irrtümer entwickeln, breiten sich in der sozialen Marktwirtschaft aus und wir haben lauter Irrtumsmeme und da diese Irrtumsmeme teilweise auch beinhalten, die Menschen konsumsüchtig zu machen, haben wir am Ende sogar eben, also am Ende haben wir dann einen konsumsüchtigen Raubbau an der Erde und wir haben eine extreme Schädigung der Gesundheit und des Wohlfühlens der Bürger, aller Bürger, auch der Milliardäre, denn die werden natürlich von den Baumaterialien genauso vergiftet wie die armen Menschen, ja?
denn auch der Milliardär hat ja keine Möglichkeit, das zu durchschauen. Ne? Also das heißt, wir stellen fest, sozusagen die Evolutionsprozesse zu verstehen, ist das A und O, und deswegen ist die bürgerliche Revolution, deswegen, liebe Zuhörer, ignorieren Sie in Zukunft alle Videos, trotz Ihrer Interessantheit, alle Videos der von Dr. Krall und Konsorten. Das ist diese bürgerliche Revolution der Atlas-Initiative, führt uns völligst in die Irre und würde uns alle weiter zerstören. Nur der Ansatz der postkapitalistischen Gesellschaft, der zweiten Scientists for Future 2, stellt die Rettung für uns alle dar. Jetzt ist aber links ein Problem. Ich weiß jetzt nicht, was bei den Fridays for Future Rhein Sieg zum Beispiel da der Fall ist, warum die sich jetzt noch nicht sozusagen beschäftigen mit den zweiten Scientists for Future 2. Da muss ich natürlich so einen Gruß schicken an die Fridays for Future Rhein Sieg. Es könnte nämlich sein, dass bei euch in eurem Orga-Team Putschisten drin sind. Putschisten sind die, die also sozusagen nicht eine postkapitalistische Gesellschaft wollen, sondern eine gewaltsame Revolution wollen und gerne mal Leute totschlagen wollen und eben dann später dann mit größter Wahrscheinlichkeit Diktatoren werden und aus Diktatoren sich dann in Tyrannen verwandeln und dann euch, liebe andere Teilnehmer des Orga-Teams, Rhein-Sieg, euch tyrannisieren werden. Also wer von gewaltsamer Revolution bei euch im Orga-Team redet, von denen solltet ihr freundlichst, aber schnellstmöglichst verabschieden, denn daraus werden erfahrungsgemäß Tyrannen wie Stalin, und vor denen warnt Dr. Krall eben wieder zu Recht. Ja? Denn sozusagen über eine gewaltsame Revolution, die ja auch Dr. Krall natürlich ablehnt, sozusagen kommt es immer wieder zu dem Weg Diktatur, Stalin, Mao und so weiter, Tyrannei, Diktatur, Tyrannei. Und diese Tyrannen sozusagen, die müsst ihr rausschmeißen aus euren Orga-Teams, und dann könnt ihr euch auch den zweiten Scientists for Future 2 zuwenden und dort den friedlichen Weg zur postkapitalistischen Gesellschaft in die Massenmedien bringen mit eurer Medienmacht. Ja? So, und dann will ich noch einen Satz vorschlagen, weil ja viele sich daran Gedanken machen, was ist, viele haben ja auch das Neidproblem, so, da gibt es so viele Reiche und so weiter. Dazu muss man dazu sagen, der Standpunkt der zweiten Scientists for Future 2 ist dazu ganz klar. In der genetisch verankerten Sozialform von Homo sapiens ist keine geöffnete Schere zwischen Arm und Reich vorgesehen. Also wenn also quasi durch den sanften schrittweisen Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft wir uns Stück für Stück der postkapitalistischen Gesellschaft nähern oder diese immer weiter entwickeln, dann wird von selbst werden die Gene des Menschen sozusagen, da die Manipulationsprozesse der sozialen Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus wegfallen, wird automatisch der Genbestand der Menschen wieder eine kommunistische Lebensweise in Kommunen sozusagen herstellen, die natürlich vom Hausarzt, der sozusagen selbst eine Gesundheitskommune gründet mit all seinen Versicherten, natürlich auch angeregt wird und initiiert wird, denn er verdient ja zukünftig nur noch an sich stärker wohlfühlenden und seltener krank werdenden Menschen. Und dafür muss er den Menschen auch empfehlen, sich auch mal mit dem Thema Kommunenleben, Mehrgenerationengesellschaft, Kommune und so weiter zu beschäftigen. Ja?
Und dann wird es so, dass das natürliche, der natürliche Impuls aller Männer in einer Kommune, in einer gesunden Kommune, nicht kapitalistischen, nicht sozialmarktwirtschaftlich beeinflussten und durchmanipulierten Kommune, finden die Männer wieder zu ihrer natürlichen Tendenz zurück, nämlich alles, was sie finden und erwirtschaften und haben, den Frauen und Kindern der Kommune zu schenken, zu schenken. Dadurch verströmt sich Stück für Stück sozusagen der Reichtum wieder auf die gesamte Bevölkerung und es gibt keine Schere, große, weit geöffnete Schere zwischen Arm und Reich sozusagen. Die Männer werden sicherlich immer ein bisschen von dem, was sie erwirtschaften, auch erstmal in der eigenen Hand behandeln, aber den Großteil werden sie immer an alle Frauen und Kinder ihrer Kommune sozusagen verschenken, an ihr, weil da ja teilweise auch ihre eigenen Kinder dabei sind und so weiter. Und dadurch haben wir also sozusagen, dann werden wir später auch keine sozusagen keine Schere zwischen Arm und Reich mehr haben. Aber nicht durch Enteignung, nicht durch Diebstahl, sondern die Reichen werden das von selber verschenken. Also kein Grund für eine diktatorische Revolution, die zu einer Tyrannei führt. Ja, dann noch ganz kurz, da gab es ein Video mit einem Tobi Rossbock, mit ich glaube, ich dem Buch After Work. Wäre schön, wenn er mit den zweiten Scientists for Future 2, wenn er die anrufen würde und mit denen verhandeln würde. Denn das klingt auch durchaus inspirierend, was er sagt. Aber natürlich kann er natürlich den besten Wissenschaftlern der Erde nicht das Wasser reichen. Er könnte gern, sollte mit ihnen kooperieren und kommunizieren, was er ja selbst auch anregt. Bin mal gespannt, ob er sich bei den zweiten Scientists for Future 2 melden wird. Ja, so viel für heute. Das war die erste Nummer in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Ja, so weit sind wir schon. Tschüssi.